Hallo ihr Lieben, hier ist eure Jonanda. Wir haben Donnerstag und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, zu unserer neuen Posse sozusagen wollen wir mal einen kleinen Blick ins große Plättchen werfen. Seelenpartner Hardcore Bootcamp Gedönsprozess. Ne? Bevor ich jetzt starte, heute mit dem Old-Style-Lenormand, muss ich kurz ein paar Dinge in eigener Sache loswerden. Also ganz, ganz wichtig, liebe Petra Schubert. Gerade heute hat mich deine Post erreicht auf einem Umweg. Du hast mir was geschickt, was ich fett finde. Ich finde es so geil. Du hast es allerdings an die Conny geschickt und die hat es mir heute erst unwissentlich, weil wir wussten ja nicht, um was es sich handelt, weil sie hat meine Post nicht geöffnet, in einem Paket, was an mich war, zukommen lassen. Und ich finde es echt hammermäßig. Ich bitte dich. Bitte melde dich mal bei mir, bitte schick mir eine E-Mail oder melde dich über den Facebook Messenger. Ich warte auf deine Nachricht. Also, Jonanda ruft Petra Schubert, bitte melden. Das ist das eine, das ist extrem wichtig. Dann bedanke ich mich aus ganzem Herzen für eure liebevollen Zuwendungen jeglicher Art. Materieller Art und auch finanzieller Art. Ihr seid wirklich toll und ich bedanke mich ja, für eure Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt. Wirklich, 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 wirklich aus ganzem Herzen. Unter anderem habe ich Socken bekommen. Da muss ich ganz kurz was dazu vorlesen. Also das müsst ihr ja gehört haben. Ne? Liebe Jonanda, niemand mag Socken zu Weihnachten. Da habe ich mich hier schon das erste Mal weggehauen. Gell? Aber weil du einfach eine coole Socke bist, habe ich trotzdem welche auf den Weg zu dir geschickt. Ich habe mich so weggehauen. Und was für schöne Socken, so mit Sternchen drauf. Ne? Also ich werde quasi wie auf Wolken gehen. Und dann habe ich was total Süßes bekommen. Das möchte ich euch auch gerade zeigen. Das Lichtchen brennt schon, aber es gibt auch gleich noch ein Wunschlicht. Aber jetzt guckt euch das an. Moment, ich muss ganz vorsichtig sein. Das ist mein Schlumpfdorf. Das wurde mir getöpfert. Das ist nämlich selber gemacht. Und ich finde das wunderschön. Also quasi, das ist mein Schlumpfdorf im Winter. Und man beachte die Farben. Ne? Schwarz, weiß, rot oder vielmehr weiß, rot, schwarz ist ja dann die richtige Reihenfolge. Ist das nicht der Hammer? Das ist so toll. Ich werde es wirklich in Ehren halten. Es ist auch nichts, was meine Katzen kaputt machen. Das finde ich total gut. Das ist was, was ich echt hinstellen kann. Gell? Voll toll. Und was gibt es noch? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich bekomme im Moment ganz viel liebe Post und auch wahnsinnig viele liebe E-Mails und auf allen Kanälen werde ich angefunkt. Ich bitte euch um Verständnis, dass ich die E-Mails nicht beantworten kann oder via E-Mail zurückschreiben kann. Einfach aufgrund der Vielzahl der Nachrichten, aber ich schätze eure Nachrichten wirklich sehr. Ja, dann lieben Gruß an die Schobbenhexe. Schau mal da, dein Tuch kleidet mich gut. Du hast für mich gestrickt, ihr seid echt der Hammer. Also, was ihr teilweise auch auf der Kiste habt, ne, so handwerklich. Wow, also hammermäßig und Schobbenhexe deshalb, weil die Schobbenhexe hat mir schon mal einen Flaschenöffner in Hexenform geschickt und einen Schobben dazu, deswegen ist die Schobbenhexe. Die weiß auch Bescheid. Ne? So, ja, jetzt geht es weiter mit einer allgemeinen Legung, Seelenpartner-Gedöns, aber vorher machen wir uns noch ein Mondlicht an. Ein Mondlicht? Ja, ein Wunschlicht im Mond, ein Mondlicht. In meiner mega schönen Mondsichel, die ist so geil, die ich auch bekommen habe. Aber für die habe ich mich auch schon bedankt und die ist toll. Also wünschen, ne? Wünsch dir was. Möge dein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn er dem höchsten Wohle deiner Seele entspricht. Erfüllt sich ein Wunsch nicht, dann wacht der Himmel über dich. Genau so soll es sein. Jawohl. Lichtchen brennt. So, und ansonsten brauchen wir Platz am Tisch, weil wisst ja, wie es ist, gell? Also Karten legen braucht viel Platz. Nur ein bisschen hier weiter nach hinten stellen. So, seht ihr auch den Hexenhut? Das ist euch ja auch mal ganz wichtig, ne? Also ich versuche ja alles zu bedenken. Also. Ab ins Gemüsebeet, würde ich mal sagen. Wünsch dir was. Nee, nicht wünsch dir was, um Gottes Willen, ich nehme es zurück. Konzentriere dich auf dein Anliegen, weil das ist ja hier kein Wunschkonzert. Um Gottes Willen, wir wollen ja wissen, was ist hier tatsächlich los. Update.
Ja, es ist ein Update. Diese Legung kann mit den vorherigen Legungen in Resonanz gehen, muss sie aber nicht. Und du als Zuschauer, Zuschauerin, bist in diesem Blatt auf jeden Fall die Dame, auch wenn du männlich bist. Und dein Gegenüber ist auf jeden Fall der Herr, auch wenn er weiblich ist. Es gibt natürlich die Ausnahme, die Regel bestätigt. Wenn du die Legung siehst und stellst fest, es ist tatsächlich genau andersrum, ja, dann tauschst du die Rollen. Die Schlange im Blatt kann für eine Rivalin stehen oder für einen Rivalen. Da es eine allgemeine Legung ist, ich habe noch gar nicht gereinigt, ne? Die ersten werden es schon gemerkt haben. Klar und rein sollen natürlich auch die Karten sein. Da es eine allgemeine Legung ist, ist auch die Schlange männlich oder weiblich. Das kann irgendeine Person sein. Die muss nicht wohlgesonnen sein. Ne? Also laut der Deutung kann die Schlange zwar auch eine gute Freundin sein, aber ich weiß ja um eure Prozesse. Ne? Also die Rede ist meistens von der Black Mamba oder von Ashton oder ja, dahin gleitendes Reptil und so. Wir reden hier weniger von, von Freundinnen oder Freunden, die uns herzallerliebst zur Seite stehen. Ihr könnt aber diese Position selbst benennen, ja? Also männlich, weiblich, da ist alles drin. Sie kann auch eine Energie sein. Hat sich da was umgedreht? Nee. Sie kann auch eine Energie sein, die Schlange. Aha, hier haben wir zwei Karten. Um was geht's denn hier? Es geht um den Mond, um den Bären und um den Bären. Wir haben hier eine ganz alte Verbindung von tiefen Gefühlen geprägt. Naja, das nehmen wir mal so an, gell? Da ja die meisten immer wieder zuschauen, ist auch immer das Thema wieder ähnlich. Ich erinnere euch daran, es sind hier alles Tendenzen. Es ist ein Einblick. Es ist eine allgemeine Grundenergie, die fürs Kollektiv zur Verfügung steht. Yes, nee, was ist denn heute mit mir los? Und du kannst in Resonanz gehen, aber das muss nicht sein. Ja? Und außerdem kann es sein, dass diese Kartenlegung mit den vorherigen Legungen in Resonanz geht, aber die kann auch für sich selbst stehen. Und bedenke, wenn du zum Beispiel eine Legung hast, die total megamäßig stimmig ist und dann kommen in den weiteren Wochen ganz einfach Kartenlegungen, wo es überhaupt nicht mehr passt, dann bewahr dir die im Herzen, die für dich stimmt. Weil so ein großes Kartenblatt hat auch mal einen Geltungszeitraum wirklich von 1 bis 3 Jahren, ne, und verändert sich nicht unbedingt in einer Woche. Also fühlt da mal so für euch rein. Ne? Das sind hier immer ein bisschen Updates und schau halt einfach. Gell? Position 1, die Fische. 2, die Dame, da bist du schon. 3, der Hund. 4, die Schlange. 5, der Berg. Und 6, der Anker. 7, der Brief. 8, die Sterne. 9, jener hier, der Herzbube, ne? Ist ja interessant, fängt schon mal gut an. 10, der Park. 11, der Klee. 12, der Schlüssel. 13, der Ring. 14, die Mäuse. 15, die Sense. 16, der Bär. 17, die Lilie. 18, der Baum. Ich muss ein Stück weiter hoch. 19, der Reiter, 20, der Turm, 21, die Sonne, 22, das Kreuz, 23, die Ruten, 24, der Sarg, 25, die Wege, 26, das Haus, 27, das Herz, da schau her, 28, der Mond, 29, die Dame, ich habe schon gleich gute Nachrichten, es spricht schon, 30, die Lilie, 31, das Buch, 32 das Schiff, 33 die Störche, 34 das Kind, 35 der Fuchs und 36 die Wolken. So, also kurzum, das was sofort durchkommt ist, du wirst eine Einladung kriegen. Du wirst de facto eine Einladung kriegen, du bist in seinen Gedanken, er ist dir gegenüber treu und loyal eingestellt, die Schlange liegt so in seinem Rücken, die liegt dahinter, spiegelt aber auf den Hund, ach Gott, ich muss da rein nachmachen. Also fangen wir mal von vorne an. Also Tatsache ist, du wirst eine Einladung kriegen. Wo bist du denn? Du als Dame liegst im Klee. Ne? Die Dame mit Hut heute, ja, also einen Hut trage ich nicht. Ich habe auch keine Feder am Kopf, aber
kleines Vögelchen vielleicht schon, gell? Okay, du liegst im Klee und der Klee ist ja auch die Hoffnung und dass etwas kurzfristig passiert. Du bist also mit deiner Personenkarte aus dem Haus Nummer 29 ausgezogen und in den Klee gegangen. Man könnte sagen, du bist guter Dinge. Deine Korrespondenz ist auf das Schiff. Korrespondenz bedeutet immer im Blatt von oben nach unten. Das bedeutet, du hast die Geduld gelernt. Es kann auch sein, dass du in der Sehnsucht bist, weil das Schiff liegt im Mond und der Mond liegt im Haus deines Herzbuben. Ne? Der Mond liegt auf der Position 28. Es kann sein, dass du ihn vermisst, aber du kannst gut damit umgehen, weil du liegst wirklich in der oberen Reihe. Wir haben hier auch einen ziemlich guten Aufstiegsprozess. Also die gute Nachricht ist, du liegst ganz oben und er liegt nur eine Reihe unter dir. Er macht sich total Gedanken, ne? Also zu ihm kommen wir aber gleich. Du spiegelst auf den Berg und der Berg korrespondiert auf den Fuchs. Das bedeutet, ein Betrug, der hier vielleicht war oder im Anmarsch ist, läuft vor die Wand. Also ein Betrug endet, weil im Haus des Fuchses liegen unsere kleinen Mausfreunde. Und das heißt, ein Betrug findet nicht statt. Um es in klare Worte zu fassen, es gibt keinen Betrug. Also es gibt keinen Betrug, es gibt keine Falschheit, es gibt, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass etwas falsch läuft. Ne? Du spiegelst ja auf den Berg, vielleicht bist du so ein Stück weit misstrauisch oder traust dem ganzen Frieden vielleicht noch nicht so voll und ganz, aber die Mäuse liegen im Haus des Fuchses, die Mäuse sind in den Fuchs gegangen und heben den Betrug auf. Also da wird irgendwas resettet, da gibt es keinen Betrug, okay? So, er macht sich Gedanken. Also er will dich natürlich einladen, weil er liegt im Haus der Blumen. Er will dich einladen, weil Korrespondenz aufs Herz, er liebt dich. Und er hat Liebeskummer, der Sarg liegt im Haus des Herzens. Er liebt dich oder er hat Gefühle für dich, ihr habt vielleicht auch eine herzliche Verbindung und er will dich sehen, .de. Der will dich sehen. So. Und er liegt ja in den Blumen, sprich in der Einladung, das ist auch die Überraschung und auch, wenn es bei euch gerade nicht so läuft, so eine positive Wende. Ne? Unverhofft kommt oft, sagen die Blumen, da kommt eine Wende rein und die Blumen haben sich in dein Haus gelegt. Sprich, diese Einladung flattert bei dir rein. Er will dich sehen. Das steht fest. Er will sich nämlich mit dir treffen. Wow, was fette Karten. Er spiegelt auf den Park. Der will sich mit dir treffen in der Öffentlichkeit. Der möchte dir, das ist jetzt momentan aufgrund der Lage ein bisschen schwierig, aber vielleicht gibt es ja auch so ein Date im Auto oder so. Oder man trifft sich ganz romantisch an irgendeinem Ort, in irgendeinem Gemäuer. Ich will jetzt keine Ortschaften nennen, denkst du dir selber an irgendeinem Ort, wo man halt reingehen kann oder ja, das fühlt sich so unglaublich romantisch an, weil ja, der will dich unbedingt sehen, der will dich treffen und der Park, der korrespondiert in den Mond, der Mond liegt in seinem Haus, das wird vielleicht auch ein abendliches Treffen sein, ihr trefft euch abends und der Mond spiegelt in das Herz, weil er hat scheiß tiefe Gefühle für dich. Der sehnt sich nach dir. Der will dich treffen. Definitiv ist das so. Dann liegt noch als Sahnehäubchen, kann man schon fast sagen, das Herz im Brief. Das heißt, der wird dir also entweder kriegst du einen Liebesbrief oder eben eine herzliche Nachricht. Wo haben wir denn den Brief? Der Brief liegt in der Schlange. So, jetzt bleib mal locker, passiert nichts, weil für mich ist die Schlange einfach nur etwas, was sich in die Länge zieht. In dem Fall ist es so ein Prozess. Ihr habt schon einen langen Prozess. Ich sehe sie in diesem Blatt nicht als Person. Das ist für mich hier überhaupt nicht stimmig, weil die Schlange, die restlichen Karten passen nicht. Überhaupt nicht. Also ich sehe das wirklich jetzt eher als Komplikation. Es ist halt ein bisschen kompliziert. Vielleicht ist es auch, ich meine, das macht auch wirklich Sinn in der momentanen Phase. Wie soll man sich hier treffen? Ne? Es ist kompliziert, sich zu treffen und wie bin ich jetzt überhaupt auf den Brief gekommen? Genau. Er wird sich mit dir in Verbindung setzen, es wird um ein Treffen gehen, er will dich sehen und in der Nachricht wird wahrscheinlich darüber diskutiert, wie, wann und wo man sich momentan überhaupt treffen kann. Aber ihr werdet euch treffen. Die Nachricht wird auch mit Sicherheit kommen und die Kommunikation findet mit Sicherheit statt, weil
der Brief in den Schlüssel spiegelt und der Schlüssel liegt in den Vögeln. Und die Vögel sind eine Kommunikationskarte. Das heißt, er ist auch ganz schön nervös, ne? Also das macht was mit ihm, dass er mit dir in Kontakt tritt. Vielleicht habt ihr schon länger einen Kontaktabbruch gehabt oder es gab eben Komplikationen, was ja auch die Schlange bezeichnet. Es war halt mega kompliziert, aber der geht hier den Schritt auf dich zu und der will dich sehen. Ne? Und da darf er auch mal ein bisschen aufgeregt sein. Und diese Kommunikation findet auf jeden Fall auch im Winter statt, weil die Vögel liegen in den Lilien, spiegeln auf die Wege, die im Ring liegen. Das heißt, es geht um eine Entscheidung, eure Verbindung betreffend. Und das wird im Winter geschehen. Diese Entscheidung wird im Winter getroffen. Wo haben wir denn den Ring? Ja, und der Ring, haltet euch fest, liegt im Haus des Kindes. Das heißt, wir haben hier einen Neuanfang. Und hier werden auch Gefühle neu. Weil, Moment, jetzt muss ich erst wieder einen Faden finden. Der Ring liegt im Haus des Kindes und das Kind liegt in Fischen. Also das sind hier auch verbindliche Gefühle oder Gefühle, die sich wiederholen. Vielleicht auch Gefühle, die sich im Kreis drehen. Ne? Vielleicht erinnert er sich wieder auch an, er erinnert sich daran, dass er Gefühle für dich hat. Das hört sich jetzt völlig bescheuert an, aber es ist wirklich so, dass solche Gegenübers das manchmal auch vergessen. Weil die ganz einfach, ich habe ja ein Video reingestellt über die weibliche Dehnbarkeit. Ne? So eine Frau, die kann sich unglaublich weit machen und kann auch allem, was sie liebt, ganz viel Raum geben. Ne? Und Männer sind meistens, es sei denn, sie sind sehr hochschwingend, ganz klar strukturiert. Ne? Also wer es noch nicht gehört hat oder wen es interessiert, schaut euch den Yonanda-Impuls an. Da habe ich es genau erklärt. Und dann vergessen die auch manchmal, wenn die in ihrer Struktur sind, was sie eigentlich fühlen. Und Männer können halt auch total gut ihre Gefühle wegschieben. Ne? So, nee, und dann ist es weg. Ach, einen habe ich ganz vergessen. Wahrscheinlich ist hier schon der Aufschrei groß. Moment, ist nicht zu fassen. Wie konnte ich den denn vergessen? Es passiert mir neulich öfters. Vielleicht spiegele ich euch ja auch einfach. Ne? Weil viele sind vielleicht am Absprung. Viele sind vielleicht in den Zug eingestiegen, haben einen Haken unter die Beziehung gemacht und sind dabei, wirklich weiterzugehen. Man sieht ja auch, ihr liegt im Prozess wirklich ganz oben. Aber natürlich geht es hier um Siegfried. Ne? Oder nee, der kriegt eine andere Hymne. Den setzen wir mal schön hier auf den Liebesbrief. Ne? Da kann er sitzen bleiben. Und damit ihr den besser seht, da, schaut her. So, da kann er euch mal schön angucken. Ja, Siegfried, was machst du bloß, ne, dass du hier alles vergessen wirst? Bist du in Ungnade gefallen? Ach Gott, der ist ja echt süß. Also, wenn ich den so sehe, ne, ich finde ihn echt trollig, muss ich schon echt so sagen. Okay. Ja, so, also sehr, sehr positive Karten. Dann haben wir im Schlüssel selbst, der ja die Kommunikation bezeichnet, ne? Auch der Schlüssel, der ins Haus der Schlange spiegelt, wo der Brief drin liegt. Das heißt ja auch Zuversicht, also Komplikationen lösen sich hier auch ganz klar auf. Ne? Im Schlüssel selbst liegt der Storch, der ja auch für die positive Wende steht. Und der korrespondiert auf den Hundefreund und der Hund steht ja auch für die Treue, die Loyalität und auch für die Seelenpartnerschaft selbst. Das heißt, in eure Verbindung, in eure Seelenpartnerschaft, in eure ja, übergeordnete Partnerschaft oder manche schauen vielleicht auch einfach auf einen Herzmenschen oder Wunschpartner, weil sie sagen, Seelenpartner, kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen, ich wünsche mir halt, ne? Ich will halt mit dem zusammen sein, ich bin halt voll verknallt in den, ich liebe den und ich will halt einfach mit dem zusammen sein. Ich finde halt, da darf man auch gar keinen Unterschied machen, weil Gefühle sind Gefühle und Liebe ist Liebe und jeder schaut so, wie es auf ihn passt. Ne? Manche sagen auch Dualseelen, wieder andere reden von Zwillingsflammen und auf jeden Fall geht es um diese Verbindung und da ist halt auch eine positive Veränderung, mit Sicherheit sogar in dieser übergeordneten Verbindung. Also und es geht auch hier wirklich um dieses einander treu sein. 6, 12, 18, im Haus des Hundes liegt der Baum.
Es geht hier um Heilung in eurer Verbindung, in eurer, in Klammern, Seelenpartnerschaft, Wunschpartnerschaft, whatever. Und es geht hier um Heilung und Wachstum. Und es ist auch ein Prozess, der seine Zeit braucht. Weil bis so eine alte Eiche so stark und stabil ist und so alt ist, das ist die nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist halt ein langer Prozess. Die muss vielleicht auch erst mal 100 Jahre alt werden. Ne? Und der Baum spiegelt wiederum auf den Ring, der im Kind liegt. Ne? Neuanfang, das Kind liegt in den Fischen. Ein Neuanfang auch in den Gefühlen. Das zeigt auch, dass hier eine neue Stabilität reinkommt. Zwar liegen die Mäuse daneben, aber irgendwo müssen sie ja liegen. Und die haben sich halt in den Fuchs gelegt. Für mich bedeutet das, alles Falsche geht raus. Und dann kriegen die Mäuse hier noch Beine gemacht von der Sense. Also ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass die Mäuse den Ring anfressen und eine Verbindung trennen, sondern die Sense kickt die Mäuse raus. Ja? Das heißt, die Mäuse erfüllen ihren Zweck, indem sie den Betrug auflösen. Da sind sie hingewandert und die Sense fegt die weg. Ne? Das heißt, die Verbindung selbst ist nicht gefährdet. So kommt das auf jeden Fall bei mir rein. So, was die Verbindung betrifft, gibt es hier neue Aktivität, weil der Ring korrespondiert auf den Reiter. Und im Reiter selbst liegen die Fische und in den Fischen liegt das Kind. Und dann haben wir im Ring selbst die Entscheidung. Also hier gibt es auf jeden Fall eine neue Aktivität in der Verbindung. Und das Ganze kommt auch auf dich zu. Moment, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Du siehst es noch nicht, aber da kommt so ein Gefühlsausbruch auf dich zu. So ist es richtig. Du schaust da noch so ein bisschen weg, bist vielleicht auch gerade ganz gut aufgestellt und hast deine Gefühle so in Anführungsstrichen im Griff, aber da flackern Gefühle wieder auf und die Gefühle selbst spiegeln auf den Anker, die werden auch wieder an Stabilität gewinnen und zwar dann, wenn der Fuchs draußen ist, weil du hast die vielleicht auch nicht mehr an diese Verbindung geglaubt, ne? Und hast die vielleicht auch als falsch empfunden, vielleicht auch einfach als einseitig. Ne? Seht ihr? Einseitig. So ein Anker, der hält auch nur, wenn der frei ist. Wenn man aber das Gefühl hat, etwas ist einseitig, dann wird man misstrauisch, dann kommt man ins Zweifeln. Und abgesehen davon liegt der Anker in den Wolken. Also du hast hier vielleicht auch ein bisschen den Halt verloren oder auch nicht mehr an den Halt in dieser Verbindung geglaubt. Aber im Anker liegt der Fuchs und die Mäuse sind im Fuchs, also alles, was falsch ist, geht raus. Und diese Gefühle flackern wieder auf und gewinnen auch wieder an Halt. Ne? So einfach ist das. So, dann haben wir den Anker, der ins Kreuz korrespondiert und da liegen die Wolken drin. Da haben wir schon noch, also da ist noch ein karmischer Prozess mit einigen Unklarheiten im Gange. Und es ist auch noch nicht alles offensichtlich. Die Wolken spiegeln auf das Buch in der Sonne. Es gibt noch Dinge, die im Verborgenen liegen, die du noch nicht weißt, wo du halt auch noch ein bisschen im Trüben fischst. Aber das Buch wird geöffnet durch die Sonne. Sonne ist die stärkste Energiekarte. Wir schauen gleich mal, wo sie sich hingelegt hat. Das heißt, hier kommt auch Licht in ein bisher noch verschlossenes Kapitel und dann lösen sich auch die Wolken im Kreuz auf. Also du bist hier schon noch in so einem Karma-Ding drin und das Karma, die Sonne, der Bär und die Sense sind auch das Herz des Blattes. Was will uns das denn jetzt sagen? 6, 12, 13, 14, 15. 16. 15, 16. Aha, also erstmal, die Sonne liegt im Haus des Berges, Blockaden lösen sich auf und zwar Blockaden, die was mit dir selbst zu tun haben. Du hast ja hier dem ganzen Braten nicht getraut, weil du ja auf den Berg spiegelst. Ne? Aber das haben wir ja am Anfang schon erörtert, dieser ganze Betrug geht raus, weil Betrug wird aufgelöst. Hier kommt jetzt Ehrlichkeit rein. Die Sonne als stärkste Karte liegt im Haus des Berges. Die ist in den Berg gewandert, ne? Hat sich so gedreht, ist in den Berg gewandert und löst den Berg und etwas ganz Neues kommt ans Licht. Etwas öffnet sich für dich. Und wenn sich das öffnet, dann kann sich hier auch diese Unklarheiten in diesem karmischen Prozess oder dieser Schleier kann sich dann heben. So,
Das Ganze hängt von der Entscheidung ab, weil das Kreuz liegt in den Wegen und die Wege liegen im Ring. Und es geht ja hier um die Kommunikation im Winter, wo es dann um diese Verbindung geht. Es wird eine Entscheidung getroffen, was diese Partnerschaft betrifft. Jetzt schlagen wir wieder die Brücke zum Anfang des Blattes. Er will dich sehen, weil du fehlst ihm. Er vermisst dich, ne? Er will dich treffen. Und wenn es heimlich ist, in irgendeinem alten Gemäuer, in einer Kirche zum Beispiel, ist ja schon ein bisschen wie bei den Dornenvögeln. Das ist ja echt romantisch, ne? Oder noch besser, wie bei Fackeln im Sturm, ne? Das ist ja überhaupt mein Lieblingsvergleich, ne? Und da trefft ihr euch, weil er will da in die Klarheit gehen. Die Entscheidung fällt im Winter und die fällt für eure Beziehung. Die Beziehung, der Ring liegt im Kind. Da geht es um Neuanfang. 6, 12, 13, genau, das Kind liegt in den Fischen. Alte Gefühle flackern auch wieder auf, die liegen dir nämlich im Rücken. Die Gefühle sind auch noch da, ne? Auch wenn es immer kompliziert ist, ne? Mit dem ganzen Gefühlsgedöns, ne? Weil die, das Kind korrespondiert auf die Schlange, es sind komplizierte Gefühle. Gefühle, die dich schon oft fertig gemacht haben auf der Bereifung, ne? Sagen wir es mal so. Aber das löst sich. Vielleicht auch, bei vielen steht ja doch die dritte Person dazwischen, aber die spielt hier wirklich keine große Rolle. Also in diesem Blatt hat die überhaupt keine Macht, ne? Und das wird sich alles lösen. Also er hat de facto tiefe Gefühle und er vermisst dich wie verrückt. Ja, der Mond liegt in seinem Haus, im Mond liegt das Schiff. Du korrespondierst auf den Mond, du vermisst ihn, auf das Schiff im Mond, du vermisst ihn nämlich auch. Also ihr vermisst euch beide. Und du bist aber wirklich in deinem Prozess ganz oben in die erste Reihe geklettert. Du kannst gut damit umgehen und du bist einfach in deine Kraft gekommen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du in dir heilst, heilst du in deinem Gegenüber. Vielleicht war da auch so ein Break drin, ja? Verbindung war vielleicht getrennt und das hat er gebraucht, um eben halt auch festzustellen, dass es ohne dich doch nicht geht. Also du bist absolut in seinen Gedanken, absolut. Und der will auch Klarheit, der will klären, der schaut auf die Sterne. Ne? Also er schaut hier direkt auf die Sterne und er will klären und dann kommt ja schon der Brief, der wird dir eine Nachricht schicken. Definitiv ist das so. So, dann haben wir die Sense, den Bären, die Sonne und das Kreuz im Herz des Blattes. Die Sense mit dem Rücken zum Bären. Da, wo also der Stiel der Sense hin zeigt, ne? In dem Fall zu den Bären und die Sense liegt im Bären, heißt das, diese alte Verbindung geht in die Ernte. Ne? Also ihr kennt euch wahrscheinlich schon über viele Leben lang oder Tausende von Jahren. Und hier wird auf jeden Fall ein Karma geheilt, ne? Also die Sense mit dem Stiel zum Bären, das ist eine alte Verbindung, eine karmische Verbindung. Kann auch ein Ahnenthema dahinter stehen, weil ich deute den Bären und das Kreuz auch immer als Ahnenthema. Das bedeutet, in deiner Ahnenlinie gibt es vielleicht ähnliche Liebesgeschichten. Ne? Schon die Uroma hat es nicht leicht gehabt in der Liebe. Und hat vielleicht jemand anderen heiraten müssen, als sie wirklich geliebt hat oder... wie auch immer, ne? Oder hat ein Kind mit jemand anderem gehabt oder was auch immer. Und bei dir wiederholt sich das gerade, ne? Also es kann auch ein Ahnenthema dahinter stehen. Es kann aber auch bedeuten, dass deine Ahnen dich unterstützen, ne? Dass deine Ahnen hier hinter dir stehen, ne? So, das ist sehr, sehr mega, mega positiv. Und wie gesagt, die Sonne im Haus des Berges, hier gehen Blockaden raus. Das Kreuz in den Wegen, das ist auch eine Entscheidung von Tragweite, ne? Wenn sich für diese Beziehung entschieden wird, das hat eine große, große Tragweite. In deinem Haus die Blumen und die Blumen, das ist auch interessant, du liegst im Klee, ne? Du liegst auf, das war jetzt schon wieder mein kleiner Kobold hier. Du liegst auf Position 2, ne? Im Klee, in deinem Haus liegen die Blumen, er liegt in den Blumen und die Blumen korrespondieren auf den Klee. Also ihr habt hier beide die Hoffnung, dass ihr euch wiederseht und das wird auch passieren. Also für die, die hier in Resonanz gehen und diese allgemeine Kollektivgrundenergie, die da auf dieser Welle surfen,
da geht das genau in dieses Treffen rein. Hier wird mit Sicherheit eine Kommunikation zustande kommen. Der Schlüssel in den, das ist auch wieder so ein Ding, der Schlüssel liegt in den Vögeln, korrespondiert auf die Vögel in der Lilie. Ne? Also der hat auch schon echt ein bisschen hier Vorhofflimmern, kann er ruhig haben, bis die Aufregung gehört ja auch dazu. Ne? Also mit Sicherheit findet hier Kommunikation statt. Es hängt von der Entscheidung ab und die wird er treffen, weil er wird dir eine Nachricht zukommen lassen. Und zwar eine ganz herzliche, weil in der Nachricht liegt ja noch der Brief. Und er spürt auch die höhere Verbindung. Auch wenn es kompliziert ist, der Brief liegt in der Schlange. Er schaut aber auf die Sterne und auf den Brief. Im Brief selbst liegt das Herz, das ist eine spirituelle Liebe und das schwant ihm auch so langsam, ne, dass eure Verbindung tiefer geht und er dich auch einfach nicht aus seinem Kopf kriegt. Also das ist ein durchweg positives Blatt, da könnt ihr echt mit glücklich sein. Ich freue mich ja immer über gute Karten, gell? Und ihr habt gesehen, es ist live gelegt und ich deute auch nur die Karten. Und ich hoffe, dass da wirklich viele ja, resonieren können und gerade jetzt vielleicht auch vor Weihnachten ihren Herzbuben wiedersehen oder dass halt auch wirklich an Weihnachten alles gut ist, gell? Das wünscht man ja jedem. Ansonsten, ihr Lieben, ich bedanke mich für euer Dasein, Hiersein und bei mir sein bei unserer neuen Folge Yonanda TV, die jetzt schon wieder hinter euch liegt. Freue mich über eure lieben Kommentare. Muss noch in den letzten Videos Kommentare mit Herzchen versehen. Ich war ein bisschen under pressure. In meinem Leben ist ziemlich viel los gerade. Ich habe es noch nicht geschafft, aber fühlt euch mal geherzt, ne? Und freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, weil mit einem Abo erweist ihr mir die Ehre. Ansonsten, ich melde mich zwischendurch mal wieder. Wir verlieren uns nicht. Ich schicke euch ein dickes Knutschi in die Runde und sag dann mal bye bye. Ciao, ciao, euer Yonanda TV. Ach so, by the way, die Conny wird angepinnt in den Kommentaren. Um Gottes Willen. Alles ist auf dem Versandweg. Ich habe das voll vergessen zu sagen. Das, was rausgesendet werden kann an Runen etc. pp. Ist auf dem Postweg. Bitte schaut in die Kommentare. Ich pinne Connys Kommentar an. Da erfahrt ihr mehr. Also, behabt euch wohl. Habe die Ehre, euer Yonandachen.